Hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Mathematikvideo. Heute soll es um Kombinatorik gehen, also um die Frage, wie oft kann ich verschiedene Sachen anordnen, wenn ich zum Beispiel 8 Bücher habe. Wie oft kann ich die in meinem Regal anordnen? Oder wie viele Möglichkeiten habe ich, Lottozahlen zu ziehen? Und in der Kombinatorik gibt es im Prinzip 5 verschiedene Grundanordnungen oder Grundversuchsanordnungen, um die es heute gehen soll. Für jede dieser Versuchsanordnungen gibt es eine Formel. Die berühmteste dieser Formeln ist der Binomialkoeffizient. Und ich möchte heute versuchen, mal diese Formeln anschaulich herzuleiten. Und zwar so, wie sie sich meiner Meinung nach ganz schön hintereinander ergeben. Ich hoffe, ich krieg's hin. Die erste Versuchsanordnung ist die sogenannte Permutation. Das ist also die Frage, wenn ich ein Pferderennen habe aus 8 Pferden und ich möchte nicht nur den Gewinner vorhersagen, sondern die komplette Reihenfolge richtig vorhersagen. Das ist ja viel schwieriger. Wie funktioniert das? Also für den Gewinner habe ich 8 Möglichkeiten. Für den Zweitplatzierten bleiben dann noch 7 Möglichkeiten. Also 7 Möglichkeiten für jede dieser ersten 8 Möglichkeiten. Das ist also 8 mal 7. Für den Dritten bleiben noch 6 und so weiter. Wir schreiben also hin 8 mal 7 mal 6 und so weiter. Ich habe es mal hingeschrieben. Und weil diese Schreibweise natürlich wahnsinnig kompliziert ist, schreibe ich einfach 8 Fakultät. So heißt das nämlich, es wird durch ein Ausrufezeichen dargestellt. Und wenn ich das jetzt verallgemeinern will, das soll ja nicht nur bei einem Pferderennen mit 8 Pferden funktionieren, sondern auch bei einem mit 12. Sagen wir jetzt noch die ganz normale Formel und die Formel ist dann n-Fakultät. Das n steht immer für die Anzahl der Elemente, die ich zur Verfügung habe. Das wird uns gleich noch ganz oft begegnen. Also die Formel für Permutationen lautet n-Fakultät. Ich habe 8 Fakultätmöglichkeiten, 8 Pferde zu sortieren. Ich habe 12 Fakultätmöglichkeiten, meinen Schnürsenkel durch 12 Löcher zu fädeln und so weiter. Das ist die Formel. Kommen wir zum nächsten. Die nächste Variante in der Kombinatorik sind die Variationen. Ich hatte ja eben gesagt, 8 Pferde in der richtigen Reihenfolge vorherbestimmen, das ist schon was. Das gibt es auch so nicht. Aber es gibt nicht nur die Möglichkeit, auf das Siegerpferd zu setzen, sondern es gibt zum Beispiel auch die sogenannte Dreierwette. Da geht es also darum, zwar nicht alle, aber doch wenigstens mal die ersten 3 Pferde in der richtigen Reihenfolge darzustellen. Und wie viel ist das denn jetzt? Jetzt müssen wir uns überlegen. Jetzt interessieren uns ja nicht alle Platzierungen, sondern uns interessieren nur die ersten 3 Platzierungen. Das heißt, ich habe für den Sieger wieder 8 Möglichkeiten, für den zweiten 7, für den dritten 6. Ja, aber wie schreiben wir das jetzt als Formel hin? Überlegen wir mal. Wie kriege ich eine Formel raus, wo dieses n-Fakultät mit drin ist, aber wo der Rest wegfällt? Also wie kriege ich dieses mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 weg. Und da fällt uns ein, das Gegengift zum Multiplizieren ist dividieren. Also wenn ich dadurch teile, dann fällt es wieder weg. Ich schreibe es mal auf. Jetzt steht hier oben 8 Fakultät und hier unten im Nenner steht das, was ich weghaben will. Aber wie kann ich das denn jetzt in der Formel schön ausdrücken? Und jetzt müssen wir einen zweiten Buchstaben einführen, nämlich die Anzahl der ausgesuchten Elemente wird k genannt.
Also das, was mich interessiert. Jetzt habe ich also N und K sind die drei, die mich interessieren. Jetzt steht im Zähler also N-Fakultät und im Nenner steht N minus die, die mich interessieren, denn das sind die, die mich nicht interessieren, die will ich hier unten haben. Und die, die ich habe, minus die, die mich interessieren, ist N minus K. Und das Ganze als Fakultät. Also die Formel für Variation für die Dreierwette beim Pferderennen ist N Fakultät geteilt durch N minus K Fakultät. Nämlich geteilt durch die Uninteressanten. Jetzt kann es aber auch sein, dass mir die Reihenfolge egal ist. Ich will nur, dass die drei Pferde halt irgendwo auf dem Podest stehen und die Reihenfolge ist mir egal. Dann habe ich ja weniger Möglichkeiten. Wem das jetzt nicht sofort einleuchtet, dem sage ich mal das Beispiel für die Lottozahlen. Wir kommen nämlich jetzt zu dem berühmten Lottozahlenbeispiel als nächste Möglichkeit. Bei den Lottozahlen ist es ja egal, in welcher Reihenfolge die gezogen werden. Stellt euch vor, ihr müsstet auf eurem 6 aus 49 Schein nicht nur die richtigen Zahlen ankreuzen, sondern die richtigen Zahlen auch noch in der richtigen Reihenfolge ankreuzen. Das wäre ja viel, viel mehr. Das muss also jetzt weniger werden. Und wie kriege ich jetzt die Reihenfolge aus dieser Formel wieder raus? Ich schreibe das nächste Mal hin. Ja, wie kriege ich aus dieser Formel jetzt die weg, die mich nicht interessieren, weil mir die Reihenfolge egal ist? Immer wenn ich weniger haben will, muss ich wieder durch was teilen. Das haben wir ja hier gesehen. Ich habe jetzt hier diese N-Fakultät geteilt durch die, die mich nicht interessieren. Und das muss ich hier natürlich auch wieder machen. Aber wie viele interessieren mich denn jetzt nicht? Es interessiert mich nicht die Reihenfolge von den Ausgewählten, also die Reihenfolge meiner Ks, die interessiert mich nicht. Moment mal, aber die Reihenfolge ist ja Fakultät. Das heißt, die Reihenfolge von meinen Ks ist K-Fakultät. Die interessiert mich nicht. Und deswegen teile ich das Ganze nochmal durch K-Fakultät. Und das sieht dann so aus. Ich schreibe unter den Bruchstrich auch noch meine K-Fakultät. Und das hier ist jetzt der berühmte Binomialkoeffizient, der auch gerne geschrieben wird als N über K. Aber N über K kann man, glaube ich, in keinen Taschenrechner eingeben, jedenfalls in keinen, den ich kenne. Für den Taschenrechner brauchen wir so eine schöne Formel. Denn das Fakultätszeichen, das Ausrufezeichen, das findet ihr auf euren Taschenrechnern. Manchmal nur als Ausrufezeichen, manchmal als N-Ausrufezeichen. Ich glaube, es gibt auch Taschenrechner, wo es als X-Ausrufezeichen dargestellt wird. Aber immer wenn da ein Ausrufezeichen ist, dann ist das die Fakultät. Also Binomialkoeffizient, ich schreibe es nochmal hin. Und das ist jetzt die berühmte Lottozahlenformel. 49 über 6. Und wenn man das in den Taschenrechner eingibt, dann muss ich eben sagen, ich habe 49 Fakultät Möglichkeiten, aber ich ziehe ja nicht alle, also N minus K fällt weg und dann ist mir die Reihenfolge egal von meinen gezogenen Ks, dann muss ich da auch noch durchteilen und so kommt dieser Binomialkoeffizient zustande. Und ich hoffe, es ist euch jetzt ein bisschen klarer, warum die Formel so aussieht, wie sie aussieht. Ja, jetzt haben wir ja erst drei Möglichkeiten. Was wäre denn, wenn bei der Ziehung der Lottozahlen plötzlich die Lottofee sagen würde, aha, wir haben jetzt die 13 gezogen, och, die tun wir wieder zurück. Das ist dann das berühmte mit Zurücklegen oder mit Wiederholung. Wenn ich also jedes Mal wieder die Zahl nehme und wieder in die Trommel zurückwerfe, dann könnte die ja auch nochmal kommen. Das heißt, dann habe ich wieder mehr Varianten. Und das muss ja irgendwie so ähnlich aussehen
wie das, aber wie jetzt genau? Und da können wir uns mal überlegen. Wenn ich jetzt bei den Lottozahlen was zurückwerfen würde, dann würde sich ja der Zähler vergrößern. Um wie viel vergrößert er sich? Also, ich ziehe meine erste Zahl und werfe sie zurück. Ziehe meine zweite Zahl, werfe sie zurück. Dritte Zahl, werfe sie zurück. Vierte Zahl, werfe sie zurück. Fünfte Zahl, werfe sie zurück. Sechste Zahl, und die werfe ich nicht mehr zurück. Denn jetzt bin ich ja fertig. Ich brauche ja nur 6 Zahlen zu ziehen, muss ich nicht mehr zurückwerfen. Also ich habe jetzt 5 mehr im Zähler, beziehungsweise 6 minus 1 oder k minus 1 mehr in meinem Zähler. Und so sieht jetzt die Variation mit Wiederholung aus. Ich muss statt n, muss ich jetzt hinschreiben n plus k minus 1. Manchmal steht es in den Büchern auch als k plus n minus 1, aber ich kann es mir besser vorstellen, wenn ich n plus k minus 1 sage. Die Reihenfolge bei plus ist ja egal. Und das schreibe ich jetzt auch mal hin. Dann habt ihr dafür nämlich auch eine Formel. Die habe ich nämlich in manchen Büchern nicht gefunden. So sieht das dann aus. Ich habe die Formel in meinem Mathebuch, was ich sehr gut finde, so nicht gefunden. Da stand nur drin als Formel für die Kombinationen mit Wiederholung oder mit Zurücklegen. Da stand dann nur n plus k minus 1 über n. Aber da stand nicht, wie ich das jetzt in den Taschenrechner eingeben muss. Und wenn ich das hier eintrage, gut, n plus k minus 1, Fakultät, gebe ich in den Taschenrechner ein. Und wenn ich hier unten jetzt dieses n ersetze durch n plus k minus 1, dann habe ich n plus k minus 1 minus k. Oh, plus k minus k, das k fällt weg. Fakultät. Und dann bleibt eben nur noch übrig k-Fakultät mal n minus 1 Fakultät. Und die Formel könnt ihr ausprobieren. Wenn ihr das eingebt, dann kommt das Richtige raus. Ich habe es ausprobiert. Ja, jetzt fehlt noch was, ne? Und es ist jetzt hier schon so kompliziert geworden. Was machen wir denn jetzt? Es fehlt ja noch die Variation mit Wiederholung. Und jetzt kann ich euch beruhigen, das ist die einfachste Formel von allen. Das überlegen wir uns mal gerade im Kopf. Wenn ich aus 8 Elementen, aus 8 Kugeln, dreimal eine rausziehen möchte und die jedes Mal wieder zurückwerfe, dann habe ich ja doch bei jedem Zug 8 Möglichkeiten. Für meine ersten 8 Möglichkeiten habe ich dann wieder 8 Möglichkeiten und beim dritten Mal habe ich auch dafür wieder 8 Möglichkeiten. Das heißt, ich habe 8 hoch 3 Möglichkeiten. Das ist schon die ganze Formel für die Variationen mit Wiederholung. N hoch K. Überlegen wir uns noch kurz, wie ist es bei Ziffern zum Beispiel? Wie viele Möglichkeiten habe ich aus den 10 Ziffern, die wir haben, 0 bis 9, eine dreistellige Zahl zu ziehen oder zu legen? Wenden wir mal an. 10 ist mal N. Hoch k, 10 hoch 3, 1000. Ja, ich habe 1000 Möglichkeiten, eine dreistellige Zahl zu ziehen. Nämlich 1 bis 999 und dann natürlich meine 0, wenn ich 3 Nullen ziehe. Also die Formel funktioniert tatsächlich und es ist die einfachste von allen Formeln. Und ich schreibe sie trotzdem gerade noch hin, der Vollständigkeit halber. Ach, wenn doch nur alle Mathematikkapitel so schön sein könnten. So eine Überschrift. Und so eine Formel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich war so anschaulich, wie ich denke, dass ich war. Manchmal ist man ja gar nicht so anschaulich. Und bitte schreibt mir in die Kommentare, ob es tatsächlich anschaulich war oder ob ich irgendwo euch verloren habe oder ob ich das noch viel besser hätte erklären können. Schreibt es mir in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss.